Mein Gott, na, heute reißen sie wieder alle um mich. Flori! Mein Gott, was steckt denn der Bub wieder? Nimm mal deine Zeitung, kannst du in Ruhe lesen. Das muss ich gleich mal umeinander treiben. Halt! Ah. Gesundheit! Ah, da, schau her. Da herin sitzt du. Hast du nicht gehört, dass ich dir geschrien hab? Ah, da hast du mich gemeint? Ja. Oder heißt das vielleicht irgendjemand Flori bei uns am Hof? Na, nicht, dass ich wüsste. Also, weißt das. Am helllichten Tag sitzt du in der Stube und das Zeitung lesen. Als ob wir am Hof keine Arbeit hätten. Na ja, irgendwie muss man doch was für seine Bildung tun, oder? Flori, hast du keine Arbeit? Ach schon. Mir ist ja einmal der Backer gekannt. Aber schau, die Arbeit, die läuft mir doch nicht davon. Ja, und Zeitung lesen kannst du am Abend auch noch. Aber da ist doch das, was drinsteht, nicht mehr neu. Da kommt ja schon wieder das Abendblädel. Mein Gott, Bub, was meinst denn du, was dir passiert, wenn dich der Bauer jetzt da erwischt hätte? Um Gottes Willen, nicht auszudingen. Ja. Was gibt's denn da so Wichtiges, hä? Ich weiß auch nicht genau, Flori, aber der Gustl sucht dich halt. Der Gustl? Ah, na, ist nicht gefährlich. Dann. Ja, du, wenn dich da bloß nicht täuscht, gell? Na, sag einmal, hast du die Roscher zum Schmied geführt? Nein, hab ich bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Er hat keine Zeit. Seit einer halben Stunde suche ich dich jetzt auf dem Hof. Und du bist da herin in der Stube. Ja, warst du gleich reingegangen? Hättest du mich nicht lang suchen brauchen. Sag einmal, was macht der überhaupt da herin? Zeitung hat er gelesen. Was, mitten am Tag Zeitung lesen? Du, ich glaub, du brauchst einmal eine ordentliche Watschen, damit du weißt, dass du auf dem Hof gearbeitet wird und nicht faulenz, gell? Du, wenn du mir auf den Kopf haust, dann vergiss ich die Arbeit noch leichter. Ich hau dich dann so lange auf den Kopf, bis du die Arbeit wieder einfällt. Oh Gott, das wird dir erst im Stand um acht's wirklich. Ich glaube, ich geh lieber. Der Gescheitere gibt nach. Das ist ein frecher Kerl. Was ist, Gustl, hast du Kaffee getrunken? Ja, zweimal sogar schon. Ja? Ja, der Schorsch hat vor lauter Schimpfer wieder drauf vergessen. Dann hab ich den Sender auch mitgetrunken. Ja, weißt, Gustl, wenn der sein Schimpfer nicht hat, kann der ja gar nicht leben. Du, ich hab mich selber schon gefragt, wie du das so lange nicht mehr ausgehalten hast. Ja, das hab ich mir auch schon oft gefragt. Weißt, am Anfang, da war es mir oft so, als müsste ich da vorlaufen. Ja. Aber jetzt hab ich mich so dran gewöhnt, dass ich mir ja direkt fremd war, wenn er nicht mehr schreien darf. Aber ich steh da herin umeinander und hab noch so einen Haufen Arbeit. Bis später, Gustl. Ist schon gut. Ja, die Veronika, die wäre in Ordnung, wenn's bloß ein bisschen mehr schneit. Ja. Servus, Brasilianer! Jesus! Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? He? Warum denn? Ach, mir so niederspringen. Mit einem alten Mann muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen. Also, was kokettierst du denn schon wieder mit deinem Alter? He? Möchtest du vielleicht wieder ein Kompliment hören? Ja. Na, aber gerade nicht. Herrschaft, du. Was denn? Fest bist. Immer sauberer wärst du. Na ja. Bist gerade im Moment gekommen? He? Nein, ich bin doch schon seit Mittag da. Ja? Ja, der Vater und die Mutter haben mich doch schon gesehen. Nein, ich war jetzt gerade noch schnell beim Seewirt drunten, weil dort ein Bekannter von mir, ein Dr. Haberlang, wohnt. Na ja, er ist mit mir aus der Stadt gekommen und will halt diesmal seine Ferien da heraus verbringen. Hm? Ein Junge, ja? Ja, ein ganz frischbahner und ein ganz ein lieber Kerl und... Und du hast ihn gern. Was wollt ihr denn ein, Onkel Gustl? Ja, mir kannst du das ruhig sagen, ich verrate ihn nicht. Na, gar nichts, sag ich dir, weil es dir nämlich gar nichts angeht. Hast du recht. Also, wer kann denn so ein gesetzter Mann, wirst du bist, noch so neugierig sein? Hm? Mich interessiert's ja sowieso nicht, Schatz. Also, lieben kannst du nicht, Onkel Gustl. Na? Na, das sieht man dann nämlich am Nasenspitzel, oder dass du nicht die Wahrheit sagst. Am Nasenspitzel? Ja. Saublöde die Nasen. Ja. Aber du siehst wenigstens, was ich für ein aufrichtiger Charakter bin. Ja, das stimmt. Du weißt was, ich geh mir jetzt umziehen. Ich komm gleich wieder, ja? Dann können wir über dich und mich weiterreden, gell? Also, servus. Mach mal, servus. Was heißt er über mich? Na ja, es ist schon ein festes Mädel geworden, ja. Alter Depp. Da ist nichts mehr für dich. Dann müsstest du mindestens 10 Jahre jünger sein, so. Und ich sag das zum letzten Mal, das Herz jetzt aufgeht bei mir nicht. Niemals! Der Herr des Hauses ist im Anflug. Aber Schorscher! Ruhe! Jetzt rede ich, bei mir gibt's keinen Nachbarn. Such dir einen anderen Dienstplatz, bei mir bist du gewesen. Gewesen! Alte Schachko! Eieiei, sag einmal, mit wem sprichst denn du schon wieder so freundlich? Ne? Ach, mit der Resel. Ach, weil mir die Hatscher die Kropf ganz noch zu Tod ärgert. Dieses blödsinnige Frauenzimmer. Gewitter im Anflug, ne? Mhm. Ist ja bloß ein Glück, dass ich mich so beherrschen kann. Oh. Ja. Weil sonst hätte ich dieses hirnamputierte Weibsbild schon längst in der Luft zerrissen. Wie kann man bloß so grob sein?
Du, Alkohol macht aggressiv, gib ihn lieber mir. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht vertraue, wenn mir jemand wieder redet, gell? Ja. Das so viel, aber ich jetzt mitgekriegt hab, warst du der Einzige, wo da draus rumgeschrien hat. Ich bin da der Herr im Haus und in dem Haus schrei nur ich. Gustl, hast du das gehört? Ja, 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 ist schon gut, schau. Wo er recht hat, da hat er recht. Ja. Selbstverständlich, wer denn sonst? Ja, also, wie oft hast du jetzt Dresi schon rausgeschmissen? Also, in diesen 30 Jahren, wo sie jetzt bei uns ist, dreimal im Jahr. 3 mal 30 macht 90. Ja. Jetzt schmeißt du es nur 10 Mal hinaus, dann kannst du mit dir das 100. Wurfjubiläum feiern. Mich wundert ja bloß, dass sich das die Resel so gefallen lassen hat. Ja, weil sie es gar nicht gehört hat. Ja? Die ist nämlich gar nicht da, die ist beim Kramer zum Einkaufen. Lieber, jetzt hast du sie aber ordentlich gegeben. Eine Courage hast du, das muss ich da lassen. Ja, glaubst du vielleicht, ich trau mir ihr das nicht ins Gesicht zu sagen? Aber ich mach's nicht, weil ich nicht will. Und du kennst mich ganz genau. Ich tu nur das, was ich will. Ich bin nur der Herr im Haus, gell? Ja, und warum hast dich dann so aufgeregt? Ja, soll ich mich vielleicht nicht aufregen? Du, die hat die Frechheit besessen und behauptet, es wäre eine Dummheit von mir, dass ich meine Marianne studieren lasse. Sie sagt, eine Bauerntochter, die gehört aufs Land. Was sagst du da dazu? Ja, dass sie recht hat. Von dir ist ja gar nichts anderes zu erwarten. Na? Du, wenn du über 10 Jahre in der Weltgeschichte umeinander gesaust bist, deswegen bist und bleibst doch ein Bauer. Ja. Und was bist dann du bitte? Ein Landwirt, gell? Ein Ökonom. Ich gebe mir den Fortschritt. Ja, aber deswegen stinkt der Misthaufen genauso wie bei den anderen. Überhaupt, ich warte ja bloß, bis meine Marianne fertig ist mit dem Studieren, dann verkaufe ich den ganzen Krempel da und ziehe mich als Privatier zurück. Tier, das hast du gut gesagt, ja. Du hast überhaupt sehr viel von einem Viech an dir. Schau, was hast du jetzt gesagt? Ich hab da nicht richtig gehört. Du willst uns einen schönen Hof verkaufen. Ja, glaubst denn du, ich will bis zu meinem Lebensende da ein Bauer, ich mein, ein Landwirt sein, hä? Ja, für was hab ich denn mein ganzes Geld? Für was lass ich denn meine Marianne studieren, hä? Mein Gott, Schorsch, kann man mit dir gar nicht mehr reden. Ja, bist denn du schon... Keine Beleidigung, gell? Wenn ich sage, es wird verkauft, dann wird verkauft. Ich wär mir in der Stadt 1 oder 2 Häuser kaufen. Meine Marianne ist der Doktor und ich bin dann... Dasselbe Gscherdi Hammi, der du jetzt bist, gell? Schorsch, dem Haus ist immer das passiert, was du wollen hast. Immer hat nur dein Wort gehalten, aber das, wenn du tust, dann... Dann lass ich mich scheiden. Ruhe! Was ist auch gut, gell? Ja. Ich glaub, Gustl, scheiden lasst sie nicht, gell? Leider. Also ich an ihrer Stelle, ich tät's. Ja, sag einmal, was Blödes hat dir jetzt nicht einfallen können, hä? Sei doch froh, dass du den Grund am Boden hast, der dir gehört, Mensch. Der Hof, der seit einer Ewigkeit in der Familie ist, den möchtest du so einfach, so leichtsinnig aufgeben. Und außerdem ist es eine Gemeinheit von dir, dass du Marianne zwingst, dass sie studieren muss. Schau lieber, dass sie einen anständigen Mann kriegt und später mal den Hof übernimmt. Also, Gustl, wenn du nicht du warst, ja. Meiner Seele, ich schmeiß dir den aus, gell? Ja, deswegen machst du deine Marianne doch unglücklich. Wieso? Hat sie vielleicht zu dir was gesagt? Da braucht man nichts sagen. Wenn man nicht so hirnvernagelt ist wie du, dann sieht man das von selber. Geh, jetzt schaust doch einmal an, wenn sie da heraus ist. Wo hält sie sich am liebsten auf? Auf dem Feld draus und im Stall bei den Viecher. Und das sag ich dir auch. Die versteht von der Bauernarbeit mehr als wie so mancher Ökonom hier. Was du nicht alles sagst. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht bemerkt. Das glaube ich schon. Weil du mit deinem Dickschädel ja bloß das siehst, was du gern siehst. Aber sehen war doch gar nicht wichtig. Fühlen musst du es einmal. Du musst doch dein Kind einmal begreifen. Du, über Kinder kannst du überhaupt nichts sagen. Nee. Weil du noch nie welche gehabt hast. Tja, was nicht ist, kann ja noch werden. Du wirst doch nicht auf deine alten Tage noch ans Heiraten dinger wollen. Gib dir gleich alte Tag. Mit 42 ist mein besten Mannesalter. Aber wenn's dich beruhigt, ich denke nicht ans Heiraten. Ich denke bloß an Marianne. Schließlich steht's mir auch ein bisschen nah, oder? Wieso? Hast du sie vielleicht geboren, ha? Ach, jetzt red doch nicht so saublöd daher. Aber ich war doch von klein auf um sie rum. Ich hab's doch fast aufgezogen. Wer hat sich denn um sie gekümmert, ha? Wenn du und der Alte auf dem Feld draus warst? Ich war da. Und wenn sie geweint hat, weil sie einen Schnuller verloren hat, ich war da. Ich hab meinen Daumen nass gemacht, hab meinen Staubzucker eingetaucht und dann hab ich ihren Mund geschoben und da hat dann genuckelt drauf, bis sie eingeschlafen ist. Ja, du Sauber! Hä? Den trinkenden Daumen hast du dem armen Wurzel im Mund nicht schon. Du wirst ein Sauber sein. Wieso? Ich hab ihn doch vorher abgeschleppt, oder?
Ja, und dann hat sie nur lang dran gelutscht, dann war er doch sauber. Und geschadet hat sie ja nicht, oder? Das ist ja wirklich ein fesches Mädel geworden, hm? Ja. Sauber ist sie schon, gell? Ja. Ist aber auch gar kein Wunder, gell? Ich bin ja ihr Vater. Ach, komm, gib nicht so hoch, gell? Du, ich hab allen Grund, auf das Mädel stolz zu sein, ach, gell? Hör auf. Ja, allein schon diese Bildung und diese Intelligenz, die ja, die Intelligenz ist aber nicht geerbt, sondern anerzogen. Und zwar von mir anerzogen, gell? Und dass sie fest wird, das habe ich schon gemerkt, damals, wie ich weg bin. Da warst du zwar noch ein Kind, aber die Merkmale späterer Schönheit, die waren schon vorhanden. Ja, also, fest war es eigentlich schon immer, gell? Ja. Du, wirst du mir, wie sie auf die Welt gekommen ist, habe ich gesagt, mei, ist das ein schönes Kind. Ja. Oh, und später ist dann immer säuberer geworden, ja. Allein schon die Figur, die sie hat, gell? Ja. So schön schlank, gell? Und doch ein bisschen mollert, gell? Und dann die. Die Fiers. Ja. Die Fiers, du, so schön wohlgeformt, gell? Und dann rau vom's Kreuz rüber, so diese sanften Schwingungen, gell? Also, dass du so genau anschaust, war auch wieder nicht notwendig gewesen. Also, wenn ich mir was anschaue, dann schaue ich es mir genau an. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wo waren wir? Genau, bei den sanften Schwingungen. Also, mit einem Wort, du, ein edler Körperbau, du. Wer ist denn die Schönheit, von der er so begeistert wird? Wir haben bloß von Gegustl, von dem haben wir geredet. Ja, ja, wir reden überhaupt gern von dem, ja. Von was oder wem, ha? Was ist? Warum seid ihr nicht so verlegen, ha? Mir? Ja. Verlegen? Ich wüsste wirklich nicht, warum. Das sind wir verlegen, Gustl. Nein, na, ganz im Gegenteil. Wer hat dann so sanfte Schwingungen, ha? Ja, wer? Wer? Unser Kaiberl draußen, was das? Das neue, frische Kaiberl. Ja, 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 das kleine, liebe Kaiberl. Ja. Das hat doch nach hinten aus so sanfte Schwingungen, gell? So, so. Das Kaiberl hat so einen edlen Körperbau, ha? Ja, schaut das doch einmal an. Wenn man dagegen die Mutter betrachtet, das ist doch gar kein Vergleich mehr. Er meint die Mutter von dem Kaiberl. Ach so. Ja, schaust doch an, die alte Kuh, oder? Wie ausgelatscht, dass die daherläuft. Überhaupt kein Vergleich mit dem Kaiberl. Also, da hat er recht, überhaupt kein Vergleich mehr. Also, wenn ihr meint, dass ihr euch jetzt das glaubt, was ihr mir da erzählt, dann täuscht euch. Ja, wahrscheinlich habt ihr von irgendeiner Urlauberin geredet, die euch in die Augen gestogen hat, hä? Ja, sag einmal, wie redst denn du mit deinem Vater, hä? Ein solcher Verdacht, wo mir die Moral das höchste ist. Also, das möchte ich mir verbieten haben, gell? Ja, schau, Vater. Nix, schau, Vater. Wo kann man denn da hin, wenn die eigenen Kinder so mit einem reden dürfen? Ruhe, ich hab recht. Sie hat's doch gar nicht böse. Red nix. Mein Kind erziehe ich mir selber, gell? Ja. In dem Haus gilt das, was ich will. Ja. Und du merkst dann, dass ich mir das verbitt. Ein verrücktes Hund. Ja. Mach da nichts draus. Kennst doch deinen Vater. Na, ich hab's ja nicht böse gemeint. Na, es kommt mir halt ein bisschen spaßig vor, wenn zwei so übertragene Mannsbrüder so von einer Figur schwärmen und dann behaupten, sie hätten einen Kaiberl gemeint. Also, Marianne, also, übertragen ist ein bisschen ein arg hartes Wort. Das klingt so wie abgelegt. Jetzt versteh ich dich aber nicht, Onkel Gustl. Du hast mir doch selber, wie ich gekommen bin, gesagt, dass du schon so ein alter Herr bist. Hm? Wer hat das gesagt? Ich? Ja. Ja, dann stimmt's, ja. Aber aus deinem Mund klingt das halt schon viel herber. Na schau, wir haben überhaupt nichts böse gemeint. Na, von dir haben wir's halt gehabt. Von mir? Mhm. Und das soll ich dir jetzt glauben, ha? Also, wenn du mir nichts mehr glaubst, dann lüge ich dich halt nicht mehr an. Dann schau in den Spiegel rein, vielleicht glaubst du's dem. Du wärst wirklich immer fescher. Herr Onkel Gustl, halt bist aber gespassig, ich ja? Bin immer gespassig. Du spannst das bloß nicht, weil du zu wenig da bist bei uns. Wie seid ihr denn überhaupt auf mich zu reden gekommen? Na, schau, Marianne, ich hab halt zu deinem Vater gesagt, ich hab das Gefühl, dass du mit deiner Studiererei nicht ganz glücklich bist. Wer hat dir das gesagt? Ach, das braucht man doch nicht mehr zu sagen. Wenn man Augen im Kopf hat, sieht man das selber. Jetzt schau dich an. Kaum bist du heraußen, hupfst aus dein Stadtband raus und ziehst das Dirndl an. Und wenn dann deine Augen leuchten sie, wenn du da auf dem Hof arbeitest, dann weiß ich doch genau, was dir lieber ist. Glaub mir's, Onkel Gustl. Wenn ich den Vater nur von dieser dummen Idee abbringen hätte können, dann hätte ich es doch schon längst gemacht. Aber es ist wirklich aussichtslos. Ich weiß selber nicht, wie das enden wird. Wieso? Geht's dir schlecht auf der Schule, hä? Schlecht? Hm? Ja und nein. Onkel Gustl, kannst du schweigen? Ja, ja. Das Maul halten war schon immer meine starke Seite.
Ja, zu dir habe ich nämlich Vertrauen. Und ich muss dir jetzt was sagen, was bis jetzt noch niemand weiß. Nein, nein, nein. Du bist ja ganz aufgeregt, was ist losgekommen. Ein heimliches Wort ist bei mir ganz gut aufgekommen. Ich studiere gar nicht. Du Was? Das soll doch nicht heißen, dass du uns die ganze Zeit hier was vorgeschwindelt hast. Mhm. Sauber. Das ist der beste Witz, den ich erklärt habe. Der Vatermann wird nicht lachen, wenn er das erfährt. Also leicht wird er diese Enttäuschung nicht hinnehmen. Aber ich vergönn's ihm, diesen Dickschädel, diesen Quadratischen. Ja, sag einmal, was hast denn du jetzt die ganze Zeit in der Stadt gemacht? Ja, mit dem Geld, das mir der Vater zum Studium gegeben hat. Da habe ich Hauswirtschaftsschule besucht. Ja, hab das Kochen und das Nähen gelernt und außerdem noch was. Aber über das will ich erst reden, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Naja, die Hauptsache ist, dass du überhaupt ein Ziel gesetzt hast. Ja. Aber ich verstehe das nicht. Am Anfang bist du doch auf der Schule gewesen. Ja, freilich. Aber meine Lehrer, die haben bald gemerkt, dass ich keine rechte Lust zur Studiererei habe. Nur in einem Fach habe ich ein besonderes Talent bewiesen. Aber was das ist, das will ich erst sagen, wenn ich den Beweis in die Hände habe. Na ja, so neugierig bin ich ja gar nicht. Brauchst keine Angst haben, ich bin schon da, wenn es zu dem großen Krach mit deinem Vater kommt. Und zu dem kommst, da garantiere ich dir. Ach, du bist ein guter Mensch, Onkel Gustl. Ja. Ja, du verstehst mich, das weiß ich. Ja, schließlich bin ich dir ja auch ein bisschen zu Dank verpflichtet. Du mir? Hm? Ja, ich wüsste aber nicht, wieso. Ja, da reden wir ein anderes Mal drüber. Aber keine Angst, ich bring's deinem Vater schon bei. So. Tröpfelweise, weißt du? Auf einmal haut's ihn bestimmt um. Ja, aber ein Witz ist das doch, oder? Du, Marianne, was ist gut, dass du da bist. Kannst du bitte bei der Milch- und Butterabrechnung helfen? Ich tue mir ein bisschen hart mit dem Rechnen. Ja, freilich mach ich da. Hat er sich wieder beruhigt, wenn man nichts mehr hört von ihm? Er ist immer ruhig, wenn er seinen Willen kriegt. Sag mal, lass doch halt nicht immer alles gefallen. Schreien halt auch einmal richtig an. Was ich ihm? Ja. Nein, aber nicht. Oh doch, du, ich glaub, der wartet direkt drauf. Ich glaub, Gustl, der die ja stockheiser werden, bevor das auf ihn einen Eindruck macht. Ach, woher? Jetzt wart's mal den richtigen Augenblick an und du, dann pfeifst noch mal ordentlich ab. Du. Ich bin schon da. Und wenn wir zwei zusammenhalten, dann wird der Mucks mal sehr still. Du. Nein, Gustl, ich glaub, das lasst mir lieber bleiben. Hm? Aber weißt, der ist ja ein ganz guter Kerl. Ja? Plus seine Eigenheiten. Wenn aber die Eigenheiten zu Dummheiten ausarten, dann muss mir mein Riegel vorschirmen. Das ist so eine hirnrissige Idee, den Hof verkaufen. Was ist los? Wer will einen Hof verkaufen? Nein, nein, Marianne, der Vater hat bloß einmal so geredet davon. Ja, aber das ist doch ein Blödsinn. Ich glaube gar nicht, dass das sein Ernst war. Du, wenn der richtig spinnt, traue ich dem alles zu. Meinst du wirklich? Hm? Also, Gustl, das will er machen, dann. Ja, was ist dann? Hm? Dann lasse ich mich wirklich scheiden. Onkel Gustl. Was? Du, auf dich horcht doch der Vater am meisten. Du musst es ihm ausreden, bitte. Ja. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Irgendetwas wird mir schon einfallen. Ach, jetzt bin ich 10 Jahre im Urwald mit Giftschlammung fertig worden. Dann werde ich doch mit so einem narrischen Gasbock auch noch fertig werden, oder? Ja, hoffentlich. Ja, weißt nicht, dass ich Angst hätte, dass ich mich nicht allein durchs Leben bringe, aber. Ja, ich weiß schon. Du bist da auf die Welt gekommen und so einen Platz vergisst man nicht, ja. Gell? Na komm, Kopf hoch. Irgendetwas fällt mir schon ein, dass die Sache gut ausgeht. Hoffentlich, Onkel Gustl. Ja, natürlich. Nicht auf gelacht. Hui, Marianne ist schon da. Grüß dich, Marianne. Ah, grüß dich, Flori. Was machst denn du da? Rechnen tue ich. Oh, das muss schwer sein. So ein Haufen Zahlen, nein, da kennen die mich überhaupt nicht mehr aus. Bleibt das mal lang bei uns? Ja, solange halt die Ferien dauern. Ah. Du wirst viel lernen in der Schule, gell? Also, wie könnte man das alles auf einmal gar nicht merken? Ja, ich merk's mir auch nur nach und nach. Ja, ich mein, ich kann's mir nicht einmal so nach und nach merken, gell? Ja, der Gustl, hast du dich verkehlt, he? Weißt du, Hurst? Du, passt bloß auf, dass du dich nicht gleich verkehlst, gell? Ja. Könnte leicht sein, dass du nachher noch ein bisschen zieht, gell? So? Merk ich nix? Ist doch kein Freund. Marianne, schimmer sei in der Stadt tun. Was hast du gesagt? Ah, nix hast du gesagt. Schade. Jetzt komm, stört Marianne nicht immer bei der Arbeit. Lass ihn doch, er stört mich ja nicht. Lass mich doch, ich störe sie ja nicht. Gehst du auf tanzen, Marianne? Ob ich was gehe? Tanzen? In einem Kaffeehaus, so wie ich es im Kino gesehen habe. Oh, du, das hat mir gefallen. Besonders die modernen Tänze. Ich kann's für auch schon. Heuer im Winter hat der Friseur gesagt, rund beim Selbier hat der Tanzschuh abgehalten. Da hab ich's gelernt. Verschwind jetzt. Gefallen dir die Tänze? Ja, ich hab mich nie besonders interessiert dafür. Oh, schade.
Sonst hätten sie mir zwei mal probieren können, heuer beim Sommerfest. Ha. Du, ich sag, dass du so ein Tango oder. Du, oder ein englischer Walzer. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Du, lach nicht. Du, oder ein Lambada. Das ist was ganz was Neues. Ein geiler Tanzer wieder. Na gestern, dann packst du erst einmal deine Mädel, dann warst du daher, gestern Schritt vierte und dann mit dem Arsch wackeln. Gestern Schritt vierte und mit dem Arsch wackeln. Was machst du euch mal zu viel lernen, Herrin? Da kann ich auch nicht rechnen. Du weißt was? Ich geh jetzt in die Küche aus und mach da draußen meine Abrechnung fertig. Schon wenn ich wiederkomme, dann kannst du mir den heißen Tanz noch mal zeigen. Ja, das mach ich dann schon. Dann schreit Vierer und den Marsch wackeln. Sag einmal, was hupst denn du bei mir da in der Stumme umeinander? Zu mir ist er gekommen. Er hat mir bloß gesagt, dass er die Rost zum Schmied geführt hat. Ja, das hab ich gesagt, genau. Bleib da. Veronika! Pass auf, du gehst zum Seewirt obi und wartest unten. Verstanden? Ja. Da bleib so ist. Du weißt doch noch gar nicht, was du machen sollst. Also, du gehst obi und wartest, bis der Zug kommt. Hast mich? Ja. Bleibst da oder ich erschlag dich, meiner See. Du wartest, bis der Zug kommt und mit dem Zug, da kommt ein Fräulein. Ja, der Seewirt wird dir dann schon sagen, welche das ist. Ja, dann packst du ihre Koffer und tragst sie rauf. Das Fräulein. Die Koffer, du Depp. Das Fräulein kommt von ganz allein rauf. Jetzt, Fräulein ist ja auch draufgetragen. Hat mir nichts gemacht. Was wart's denn jetzt noch? Ah, jetzt bist du fertig. Das weiß ich ja nicht. Verschwind, sag ich. Ja, okay. Veronika! Was ist denn los, Schöschel? Pass auf, Veronika, riecht sofort das Zimmer her, das jedes Jahr der Herr Professor Leinzinger hat. Aber der kommt ja erst im August. Ja, kommt er ja erst. Aber wir kriegen einen Sommergast, ein Fräulein, eine ganz feine. Du, ich glaube, die ist vom Film. Kommt ja, was soll jetzt das? Keine Ahnung. Frag nicht lang, richt das Zimmer her, aber schnell, die kann jeden Augenblick da sein. Nein, ich mach's ja schon, aber es versteht du es nicht schon. Ist ja gar nicht notwendig. Schau, dass du nachkommst und mach das Zimmer fertig. Ja, jetzt muss ich ja vor mir das Zimmer herrichten. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt schon Sommerpause. Also, dass die immer nachmalen muss. Was hast du gesagt, wir kriegen einen Sommergast? Ja. Eine vom Film? Der Seewirt hat mich darum gebeten. Naja, sie hat bei ihm ein Zimmer bestellt, er hat ihr zugesagt, aber dann hat er es vergessen. Und heute hat telefoniert, dass es kommt und jetzt hat er keins mehr frei. Kannst du dem seine Verlegenheit vorstellen? Kann ich ja. Na gut, von mir aus. Die werden ja schon wieder einen frischen Wind reinbringen da in die Bude. Was meinst du? Oder das ist schön da hier. Ja, das ist schön von mir, dass ich das dem Seewirt lieb mache. Nein, mein doch nicht den Seewirt da. Dieses Bild da, schau. Das ist eine neue Plastik. Ein junger, unbekannter Künstler stellt zum ersten Mal aus die Plastik der Sündenfallen von M. Rian. Dürfte in der diesjährigen Ausstellung eine Sensation werden. Die ganze Arbeit zeigt hohes künstlerisches Empfinden, doch? Ja, pfui Teufel noch einmal! Ist das eine Sauerei? Was? Ja, das ist doch ein ganz ein nackertes Weibsbild. Hm? Ja, die hat ja nichts an, es wird bloß die Haut. Da steht ja aber gut. Wie es da am Baum dort steht. Da und hinter dem Gebüsch, da steht ein nackertes Mannsbild. Ein nackertes Mannsbild, du Depp, das ist der Adam. Schau, und das ist die Eva. Und das ist die Schlange und die hält ihren Apfel. Ja, das ist doch ganz gleich, wer das ist. Auf alle Fälle nackert ist. Da und wie es da steht, die ganze rückwärtige Ansicht sagt es unverhüllt her. Ich weiß nicht, mir gefällt das, du. Diese schöne Figur. Und der Apfel, du schau mal, als wie wenn alles echt wäre. Ja, du hast eigentlich recht. Ja? Und die schönen Backen, gell? Was? Vom Apfel, meine ich. Der Apfel ist weiter oben, gell? Auf alle Fälle ist es eine Sauerei. Ein Weiberlei ganz ohne Gewand, mit nichts. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Alte ja so beim Apfelbrock unter dem Baum stand. Das red doch gar so ein Schmarrn. Das ist doch gar kein Vergleich nicht. Und erstens mal deren die da nicht Apfelbrocken, sondern das ist der erste Sündenfall. Da schau her, das ist der Adam, die Schlange gibt der Eva den Apfel so und sie halten ihm hin. Ja, und der Depp beißt nicht. Also mir kann sie den Apfel hinhalten, solange sie will, ich beißt nicht. Ja, das sagst du jetzt. Aber wenn du am Adam seiner Stelle wärst, darfst du auch nicht beißen. Auf alle Fälle dürfen solche Zeitschriften mit Beutel, wo nackte Weiber drin sind, bei uns nicht verkauft werden.
Ich werde ein Verbot beantragen. Das zerstört ja den sittlichen Halt unserer Jugend. Ach, red doch nicht so blöd daher. Schau, die ganz Jungen verstehen es nicht. Und die, die schon verstehen, denen schaut es ja nicht mehr. Gell? Okay, schau doch mal am See hinunter. Die Frauen haben doch heute beim Baden auch nicht mehr viel mehr, oder? Du, wenn's nach mir gegangen wäre, das Baden schon längst verboten. Ja. Mandel und Weiberl durcheinander im Wasser, das kann doch zu nichts führen. Ja, da werden doch die merkwürdigsten Wünsche geweckt. Ja, und dann die ledigen Kinder. Die ledigen Kinder. Die hat schon gegeben, da haben Mandel und Weiberl noch nicht miteinander gebaut. Aber die Moral. Oh, die Moral, ja, das ist immer der Ausrede, gell. Du, wenn einer moralisch ist, dann muss er trotz Versuchung moralisch bleiben, sonst ist er nämlich nicht moralisch. Du weißt ganz genau, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, gell? Ja, wenn das Fleisch schwach ist, ist um die Moral keine Gefahr mehr, gell? Außerdem sind wir ein Fremdenverkehrsort und da muss man anders urteilen. Wir können doch von den Sommerfrischlern nicht verlangen, dass die bei uns leben wie in einem Kloster. Die wollen sie doch bei uns erholen, oder? Ja, aber deswegen müssen keine Zeitschriften mit Pudel von nackten Weiber verkauft werden. Mein Gott, du tust ja gerade so, als wenn du Angst hättest um deinen moralischen Halt. Ich? Ja. Dass ich nicht lache. Ja, lach. Also mich kann keine Versuchung schwach machen. Ja, das sagst du, weil du genau weißt, dass keine Versuchung mehr an dich herantritt, gell? Mit deinem Alter und mit deinem Ausschau bist du völlig sicher davor. Ja, glaubst du vielleicht, ich kann heutzutage keine Frau mehr beglücken, hä? Nein. Ja, glaubst du vielleicht, das hat hier und da schon eine versucht, mich zu Fall zu bringen? Aber ich bin nicht gefallen, ich nicht, gell? Ja, bei der Schurgress glaube ich das schon, dass du den guten Stand hast. Aber leid tust mir trotzdem. Wieso? Weil du sehr viel versäumt hast. Na komm. Jetzt schau dir doch einmal so ein Mädel an. Das ist doch wie eine Blume auf einer Wiese. Das ist doch wirklich was Schönes. Aber noch schöner ist es, wenn man an dem Blärmal dann so ein bisschen schnuppern darf. Und am allerschönsten ist es, wenn man das Blärmal dann brockt und das gehört dann ganz allein. Ja. Bis weg ist. Und dann schmeißt man es weg. Ja. Du, das sind vielleicht Ansichten. Ja, komm, wenn man so ein Blärmal richtig pflegt, dann verwelkt es auch nicht. Gell? So, mit der Abrechnung bin ich fertig. Aber sagt's einmal, wo ist denn eigentlich Mutter? Die richtet oben das Zimmer her, wir kriegen einen neuen Gas. Einen Gas kriegen wir? Ja. Hey, Jesus Maria. Was hast du denn? Nix, nur das Bild da. Ach, okay. Bist auch entrüstet über dieses Bild da? Entrüstet? Ja, aber warum denn? Das ist doch eine... Eine schöne künstlerische Leistung, gell? Der versteht was von der Kunst, der das gemacht hat. Ja, meinst du wirklich, Onkel Gustl? Freilich. Wenn einer kein Depp ist, dann sieht er das auf den ersten Blick. Was schaust du denn bei dem Deppen so auf mich her? Ach, du stehst gerade so günstig. Du, Onkel Gustl? Ja? Und meinst du, dass der Künstler Aussichten hat, einen Preis zu kriegen? Mein Gott, ich weiß ja nicht, was sonst noch alles ausgestellt wird, aber... Ich glaube, er hat. Ja? Ja, er hat sogar ganz bestimmt. Ja, Sie schreiben ja auch, dass es eine Sensation wird. Ja, meinst du wirklich, Onkel Gustl? Wenn das wahr wäre, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Ja, gut. Sag mal, ich verstehe gar nicht, dass dich du da so drüber aufregst. Ja, kennst du vielleicht diesen Kerl, der dieses Dings da gemacht hat, hä? Und ob ich den kenn? Noch sehr gut sogar. Also, du. Auf solche Bekanntschaft brauchst du für nicht stolz sein, gell? Ja, komm. Horch nicht hin, der ist heute nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Ja? Willst du vielleicht sagen, dass ich spinne? Ha? Ja, willst du vielleicht sagen, dass du nicht spinnst? Jesus, was habt's denn? Ach, mal. Ach, komm her, du armes Weiberl. Du tust mir wirklich leid. Mit so einem Narren musst du verheiratet sein. Also, Gustl, ich sag's dir. Ja, sag mir, was du magst. Ich sag dir was anderes. Dieser Finger, der zieht bei mir überhaupt nicht. Und jetzt sag ich dir was. Wenn du mich jetzt noch lange ärgerst, weißt du, was ich da mache? Dann fahre ich in die Stadt hinein, kauf diese Plastik, stell das im Garten aus, dann kannst du das jeden Tag anschauen. Also das wirst du nicht tun. Oh, das werde ich schon. Nein, auf gar keinen Fall. Ich mach das schon. Nein, sag ich dir. Oh, die Herren von einer lebhaften Unterhaltung. Ja. Sie verzeihen, dass ich gestört habe? Ja. Aber ich glaube, ich soll hier wohnen. Ja, Sie, Fräulein, Ihr Zimmer. Ich meine, Ihre Suite ist schon gerichtet, bitteschön. Ja, Florian, drück gleich die Koffer auf, gell?
Mein Name ist Olli Holler. Sie sind wohl der Herr des Hauses? Na, der Herr des Hauses steht hier. Natürlich sind Sie der Herr des Hauses. Dass ich mich da nur einen Augenblick irren konnte. Verzeihen Sie, dass ich so hereinplatze? Ist nicht der Rede wert, gell? Was ist? Ist das Zimmer schon fertig? Ja, freilich. Also, wenn Sie wollen, dann können Sie gleich... Geweiter, trag die Koffer auf! Also, wenn Sie noch einen Wunsch... Ja, bitte machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. Geweiter, Marianika, wir gingen in Küche. Ja. Hast du mir Abrechnung fertig gemacht? Ja, ich hab schon fertig gemacht, Mutter. Also, wie gesagt, wenn Sie noch einen Wunsch haben, dann... Danke, vorläufig möchte ich mich nur vom Reisestaub reinigen. Dann später allerdings wäre es möglich, ja. Ich werde Ihnen bestimmt nicht zur Last fallen. Ich möchte mich hier nur von meiner Arbeit erholen. Ja, ich bin ja so froh, endlich mal alleine zu sein. Deshalb habe ich mich auch zurückgezogen in die Einsamkeit. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, endlich alleine zu sein. Niemanden zu sehen und niemand mit niemandem sprechen zu müssen. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass ich nicht viel sprechen muss, ja? Man glaubt immer, eine Schauspielerin möchte sich als Mittelpunkt sehen. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich mich verstecken kann. Nicht immer diese Reporter um mich, die mich löchern und die intimsten Intimitäten wissen möchten. Man hat doch auch ein Privatleben, nicht wahr? Und so kleine Geheimnisse hat jede Frau. Sie verstehen? Natürlich verstehen Sie. Jetzt werde ich mich erst mal umkleiden gehen, ja? Und später komme ich dann herunter. Aber ich kann Ihnen versichern, es gefällt mir gut hier. Sehr gut sogar. Ach, ist das eine liebenswerte Person. Und gar nicht überspannt, gell? Und was sie für Figur das hat, so nach hinten aus, gell? Was sagst du dazu, Gustl? Ja, die schöne Backerl, gell? Okay, so was sagt man doch nicht von einer Dame. Jetzt red ich von Apfel. Onkel Gustl! Onkel Gustl! Na, wo steckt er denn wieder? Da ganz lang schreit, der hört ihn nicht. Der ist mit dem Bauern drunk beim Wald. Was ist denn braucht für ihn? Das geht ja dir nicht so. Ach so? Du, Marianne, was? Hast du das Wollen heute schon gesehen? Na, warum denn? Du, der hat so ein kurz Hose an. Die hat Haxen. Das war was. Also, auf das sollst du noch gar nicht schauen. Da bist du noch voll zu jung dazu. Okay, besser zu jung als zu alt. Ja, da hast du auch wieder recht. Du, die macht bestimmt alle Mannsbrüder narrisch. Das spür ich ja bei mir. Ah. Wenn's mich anschaut, dann krieg ich Herzklopfen. Rechnest du dich vielleicht auch schon zu den Mannsbrüdern? Vielleicht nicht. Schau, der Bart fängt schon an zum Wachsen. Ich sehe aber nichts. Dann musst du genau hinschauen. Und wenn's dich langst, dann spürst du wieder, wie die Männlichkeit bei mir wächst. Ich bin nicht neugierig. Schade. Hätte man nichts ausgemacht, wenn's dich gelangt hättest. Nein, lieber nicht, weil am Ende kriegst du nämlich wieder Herzklopfen. Nein, bei dir nicht. Du bist nicht mein Typ. Ah, da schau her. Ja, das tut mir aber sehr leid. Ja, da brauchst du jetzt nicht kränken. Das kann ja nicht an jeden, jede gefallen, oder? Und es gibt bestimmt auch Mannsbrüder, die auf die narrisch sind. Ah, glaubst du? Ja, dann ist schon gut. Ich hab nämlich schon Angst gehabt, dass ich übrig bleibe. Na, bestimmt nicht. Nein, ich glaub, bist du ein sauberes Mädel. Aber wie gesagt, mein Typ ist... Die Dame vom Film. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, hast du es ihr dann schon gesagt? Na, da lass ich mir Zeit. Da warte ich bis zum Sommerfest. Und wenn ich dann mit dir so einen Tango aufs Parkett leg, ja, dann werde ich es ja schon ins Ohr flüstern. Ja, du, hoffentlich kriegst du keinen Lachkrampf. Was? Vor Freude, meine ich natürlich. Meinst du? Ja. Du, ich werde es dir ganz vorsichtig beibringen. Treppfallweis, damit es ja nicht schaut. Mhm. Und ich weiß schon, wenn man sowas macht. Ah ja? Ich hab's ja schon im Kino gesehen. Ach so, ja. Also, dann soll noch ein Mensch sagen, dass das Kino nicht bildend wird. Du, wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich es so an mich drücke, wenn ich dann so spüre, und nicht auszudenken, oder? Gymnastik? Ach, das war wundervoll. Ich dachte, Sie wollten auch zum See kommen. Ja, unter der Woche habe ich leider wenig Zeit. So. Mir gefällt es außerordentlich gut hier. Und reizende Männer sind hier. Mindestens ein Dutzend versuchten heute mit mir zu flirten. Oh, wie, da wird es in der nächsten Zeit aber auch reingehen, glaube ich, oder dabei. Wie meinen Sie? Gemeint, direkt habe ich nichts nach. So. Ja, wissen Sie, Fräulein, er redet in letzter Zeit öfters mit sich selber. Ich glaube, er ist verliebt, ja.
Verliebt? Wie interessant. Und? Finden Sie Erhörung? Sie seufzen ja so. Sind Sie am Ende unglücklich verliebt? Na, seufzen tut er, weil er Herzklopfen hat. Ja, wissen Sie, sein Herz ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber nein. Sie macht mir so einen Spaß. Es ist überhaupt immer so ein Spaßige. Ja. Ja. Und Hunger habe ich nicht zu sagen. Ja, dann wäre ich gleich schauen, dass Sie eine Brotzeit kriegen, gell? Bitte bleiben Sie nur, es eilt ja nicht. Ich werde mich sowieso erst mal umkleiden gehen und komme dann später herunter, ja? Ist ja recht. Ach, junger Mann. Ja? Und wegen Ihres Herzens. Da sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Herzkrankheiten sind nicht ungefährlich. Besonders, wenn sie auf die Liebe zurückzuführen sind. Du, ich glaube, allerweitig spannend schon was. Flori, was soll es denn spannen? Ja, dass sie diejenige ist, welche. Ja, hast du nicht den verträumten Blick gesehen, ha? Verträumt. Du meinst wohl kokett. Hm? Okay, du hast ja keine Ahnung von einem Blick. Direkt die Rehaugen hat's gemacht. Ja. Da brauchst du überhaupt nicht lachen. Außerdem spüre ich sowas im Bauch, mir ist ganz weich geworden da umeinander. Ja, das wird halt von dem Sauerkraut von heute Mittag sein. Du hast ja keinen Sinn für tiefere Leidenschaften. Nee. Bei mir fängt's allerweil im Bauch an, wenn ich verliebt bin, und dann schlagt es sich aufs Herz. Ja, aber so viel ich gesehen hab, warst du für sie nur eine nebensächliche Figur. Ha, nebensächliche Figur? Ich, ja? Beherrscht hat sie, weil du da warst. So. Sie konnte doch ihre innersten Gefühle da nicht von dir ausbreiten, oder? Mein Gott, bist du dumm. Naja, aber ich wünsch dir halt recht viel Glück dazu. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ihr Brotzeit hergerichtet wird, gell? Ja, machen wir. Ja, nicht, dass sie am Ende vom Fleisch fällt. Ja, ich will ja nicht Schuld sein, gell? Du Depp da. Die ärgern sie, weil man nichts aus ihr macht. Aber was soll ich tun? Wenn sie einmal keine Gefühle in mir weckt. Das ist so eine Frechheit, das lasse ich mir eben. Auch wie der Bauer. Gott, da geh ich lieber. Nein, bist du doch tüchtern, sicher mich nicht. Unmöglich, glaubt das. Kannst du mir bitte jetzt noch mal in aller Ruhe erklären, was dich so aufgeregt hat? Das hab ich dir doch den ganzen Weg her erklärt. Also, wenn du glaubst, dass ich bei deiner Schreierei ein Wort verstanden habe, dann hast du täuscht. Also bitte, wer oder was hat dich wieder so aufgeregt? Alle. Alle. Der Kehrspamer, der Flickschuster, der Schmied. Ja, das reicht schon wieder. Und was haben die gemacht? Ausgelacht haben sie sie über mich. Und lustig gemacht haben sie sie. Nur weil ich ein Verbot beantragt habe, dass solche Zeitschriften mit Pudeln von nackten Weibern bei uns im Ort verboten werden sollen, heißen sie mich einen heiligen Georg. Ja, der Schmied hat sogar Herr Kooperator zu mir gesagt. Nein, was die sich trauen. So was zu dir zum Sagen. Und nur weil du. Nur weil mir die Moral höher einschätze als wie das Vergnügen, gell? Du, aber ich werde mich durchsetzen. Ja. Ich werde mich durchsetzen. Du wirst dich garantiert lächerlich machen, wenn du mit dem Schmarrn nicht aufhörst. Du kannst dich doch im Dorf gar nicht mehr sein lassen, wenn das jemand erfährt. Das war ja noch das Schöne. Ja, ich verstehe gar nicht, wieso du dich überhaupt so aufregst. Du willst doch sowieso in Stadtrennen sein. Kann dir doch der moralische Halt von dieser Gemeinde völlig egal sein. Ja, da hast du auch wieder recht. Auf das hätte ich jetzt vor lauter Ärger bald vergessen, dass ich von da weg will. Du, da bringst mir auf eine gute Idee. Rümpfig. Also du, das möchte ich mir fein verbieten haben, gell? Ich hab mich selber gemeint. Du, ich werde morgen gleich einmal zu meinem Rechtsanwalt in die Stadt reinfahren und werde mit ihm alles bereden und dass er das alles fertig macht wegen dem Hofverkauf. Moment, was, du willst da selber reinfahren? Ja. Du, das tät ich nicht. Nein, das tät ich nicht machen. Weißt du, lass doch das mich machen für dich. Wieso jetzt auf einmal? Du bist doch immer dagegen gewesen. Ja, schon, aber weißt du, jetzt, wo ich merke, dass du dir die Sache sowieso nicht mehr ausreden lässt, möchte ich wenigstens schauen, dass wir wenigstens so viel wie möglich rausschinden dabei. Weißt du, die Rechtsanwälte sind auch ganz schöne Beize dabei. Du. Ich hab die kennengelernt, ich weiß, wie man mit denen umgeht. Ja, da hast recht. Also machst es du für mich, gell? Nein, das mache ich nicht für dich, sondern für deine Frau. Und besonders für die Marianne. Du, ich werde mir jetzt gleich mal eine Aufstellung machen. Was machst? Ja, ich rechne mir aus, was ich für den Hof krieg und was mir die Häuser in der Stadt drin kosten. Ja, und was mir dann noch am Bargeld übrig bleibt. Rümpfig, du. Also,
dass du heute immer auf dich schimpfen musst. Nein, nein, das mal habe ich schon dich gemeint, ja, ja. 20, 8, du? 30. Bringst du schon das Abendessen? Nein, nein. Ja. Nur für den Kaffeedecke für das Fräulein, weißt du, die kommt jetzt dann gleich. Also, Jetzt teilt's nicht so laut umeinander, ihr bringt's mir ganz durcheinander. Er rechnet. Und das ist schwieriger wie Mist fahren, gell? Ja. Der ist schon ganz leise. Ja, ja. So? Seid jetzt noch nicht bald fertig? Ja. Für wen deckst du da eigentlich? Ja, für die Stadtfräulein. Die kommt ja erst dann zum Kaffee trinken. Ein fesches Weib, gell? Wer? Meine Alte? Deine Alte ist gegen dich eine Schönheit. Aber diesmal habe ich die Stadtfräulein gemeint. So, naja. Ich hab mir's noch nicht so genau angeschaut. Jetzt lügst du aber ordentlich. Du, wie sie kummer ist, da bist du fast weggeschmolzen vor lauter Begeisterung. Du. Ja, am Anfang. Aha. Aber später hab ich mir keine Zeit mehr dazu genommen. Jetzt lügst du ja schon wieder. Oder glaubst du, ich hab nicht gespannt, warum du ausgerechnet heute den Zaun am Waldrand reparieren hast müssen? Weil es genau weiß, dass sie da unten beim Baden ist. Oder nicht? Oder nicht? Also, was du nicht alles sehen putzt. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausschaut. Ich kann mich nur noch so verschwommen an sie erinnern. Ach, das ist aber schade. Soll ich dir ein bisschen draufhelfen? Schön ist sie. Schau das ruhig einmal an, du. Was Schönes kann man gar nicht oft genug anschauen. Lieber nicht. Warum? Da kommt man zu leicht in Versuchung. In Versuchung, Vergleiche zu ziehen. Und das ist nicht gut. Vergleiche mit wem? Ja, mit der eigenen Frau und so. Aha, und da hast du Angst, dass deine Moral ins Wanken gerät, ja? Du, sowas kann bei mir nicht vorkommen. Nicht. Weißt, wenn mir wirklich so eine Verführerische begegnet, ja, dann mache ich ganz schnell die Augen zu, dann sehe ich meine Alte vor mir und dann denke ich mir, hebe dich hinweg, Satan. Meinst du der Alte damit? Ja, freilich, wenn denn sonst. Nein, ich meine natürlich das verführerische Weibsbild. Ja. Das wird dir bloß nicht immer was nützen. Denn ich bin überzeugt, wenn im richtigen Moment die richtige Frau dir den Apfel hinhält, dann beißt er du nicht. Nix beiß ich. Du, wenn ich beiß, dann beiß ich bei meiner Alten. Weil die Beißerei bin ich schon seit 30 Jahren gewohnt. Und dann was Neues gewohnt, ich mich nicht mehr. Soll das heißen, dass du zum Beißen nicht mehr die rechten Zehen hast? Ja, aber mit den blöden Redensarten habe ich, wäre nicht mehr fertig mit dem Rechnen. Ja, na, warte halt mit dem Rechnen, bis du weißt, was kriegst du dafür. Sonst musst du wieder von vorne fangen. Und außerdem ist der Hof noch gar nicht verkauft, gell? Aber es wird bald soweit sein. Du, ich habe mit meinem Rechtsanwalt schon den Preis ausgemacht. Ja, du wirst das ja sehen, wenn du in die Stadt nicht kommst. Ach so. Du, eigentlich beneide ich dich, Direktor. Du wirst es jetzt wirklich schön haben. Brauchst bloß noch aus einem von deinen Häusern aus dem Fenster rausschauen, Pfeiferl rauchen, die Leute auf den Kopf aufspucken, gell? Schade, dass ich nicht so schön haben werde. Sag mal, willst du dich lustig über mich machen? Na, na, ganz bestimmt nicht. Nein, ich vergönn dir das Glück. Du wirst auch ganz bestimmt glücklich werden. Die Frau und Marianne, ist doch egal, oder? Die werden auch glücklich sein, wenn sie mal einsehen, dass es nicht mehr anders geht. Jetzt tue mal den Apfel weg, das macht mich ganz nervös. So ein kleiner Apfel macht dich nervös? Bist in der letzten Zeit aber sehr nervös geworden. Ja, ja, es ist schon schwer, gell? Was ist schwer? Wenn man immer wegschauen muss. Ich hab schon mal gesagt, deine blöden Redensarten gehen mir auf Nerven. Fräulein, der Kaffee ist fertig. So, jetzt kommt gleich das Fräulein zum Kaffee trinken. Ja. Ist schon recht, mich stört's nicht. Ja, aber vielleicht störst du sie. Jeder hat's nicht gern, wenn man beim Essen im Mund reinschaut. Ja, dann soll sie sich ja so hinsetzen, dass es von hinten sieht. Dann brauch ich ja nicht ins Maul reinschauen. Also, du, ich glaub, die hat schon eine schönere Gesellschaft gehabt beim Kaffee trinken als bei uns zwei. Ja, das ist allerdings kein Kunststück. Ja. Das bin ich da vielleicht erst nicht mehr schön genug, oder wie? Also, ich weiß, auf die Schönheit habe ich damals nicht geschaut. Sonst hätte ich dich bestimmt nicht geheiratet. Deine Frau hat einen ungetrübten, scharfen Blick. Also, Gustl, wenn ich nicht so gebildet wäre, dann darf ich jetzt zu dir sagen, du... Du sagst das aber nicht, weil du so gebildet bist. Und folgedessen interessiert es mich auch nicht. Oh, die Herr, möchten Sie mit mir Kaffee trinken? Nein, ich wollte
eigentlich nur was rechnen, aber wenn es Sie stört, dann gehe ich dabei raus, gell? Bitte bleiben Sie nur, Sie stören nicht. Ja. Komm, du rechnen. Ich tue mich mit dem Fräulein dabei unterhalten, gell? Lass du das Fräulein in Ruhe einen Kaffee trinken. Rechnen kann ich auch später, gell? Ach. Lassen Sie sich meinetwegen nicht in Ihrer Arbeit stören. Ich habe es ganz gerne, wenn mit mir jemand plaudert, dann schmeckt es mir gleich viel besser. Ja, das glaube ich Ihnen, ja. Und? Gefällt es Ihnen bei uns? Oh, mir gefällt es außerordentlich gut hier. Und reizende Männer sind hier. Anwesende ausgenommen. Naja, über Sie beide kann ich kein Urteil abgeben. Ich hatte ja noch nicht die Gelegenheit, in nähere Fühlung zu kommen. Natürlich, noch keine Gelegenheit, gell? Ja, komm, du rechnen, sonst machst du bloß Fehler, gell? Die Versuchung ist nämlich sehr nahe. Das Fräulein ist also vom Film. Ja, allerdings hatte ich bis jetzt noch keine allzu großen Rollen gespielt. Ach, Sie haben ja keine Ahnung. Diese Protektionswirtschaft. Ich habe mehr Talent wie die Dietrich. Oh. Ja, man müsste mich nur noch entdecken. Aber ich weiß, ich mache meinen Weg. Im nächsten Großfilm der Terra, da spiele ich eine Rolle. Nicht allzu groß, aber immerhin. Und ich sage Ihnen, die Toiletten, die man da braucht, wunderbar. Interessant. Hm. Augen zu und hebe dich hinweg. Ja? Sagten Sie etwas? Nein, der Schorsch weiß, was ich gemeint habe. Was machen Sie denn da? Er zieht Vergleiche. Hm, da kenne ich mich nicht aus. Ja, er kennt sich auch nicht mehr aus. Red nicht so dumm daher. Das Fräulein muss ja glauben, ich bin blöd. Aber nein. Aber doch. Ja. Was spielen Sie da für eine Rolle in dem Film? Ja, der Film heißt Das Hemd der Herzogin. Ach, spielen Sie die Herzogin? Ich meine wegen dem Hemd. Sie schwere Nöter. Also, das darf man nicht von mir glauben. George, du blamierst dich. Sei ruhig. Habe ich Sie beleidigt? Nee, ganz im Gegenteil. Jetzt glaube ich, wird's höchste Zeit. Hebe dich hinweg und so weiter und so weiter. Jawohl, hebe dich hinweg. Du bist hier überflüssig. Mich meinst du? Ja. Oh, ich hab bitte gern geschehen. George, die Moral ist ein schlüpfriger Pfad. Pass bloß auf, dass du nicht ausrutscht, gell? Ich glaub, deine Moral steht auf sehr schwachen Beinen. Was hat er denn? Warum läuft er denn weg? Ach, Anwandlungen hat er. Wissen Sie, er war lange Zeit in Südamerika und da hat ihm die Hitze nicht gut getan. So. Ja, aber jetzt können Sie mir weiter erzählen von diesem Film. Ich meine, von der Herzogin ohne Hemd oder wie das heißt. Nee. Der Film heißt Das Hemd der Herzogin. Naja, ich spiele ja nur einen Pagen. Aber das Kostüm, das ich habe, es ist wunderbar. Ja, warum seufzen Sie denn da so? Ja, weil ich eben an mein Kostüm gedacht hatte. Und deswegen seufzen Sie? Ja, es ist wunderschön, aber leider... Was denn? Naja, ich weiß nicht, ob ich mich da Ihnen anvertrauen kann. Na gut, wissen Sie, ich habe es noch nicht bezahlt. Und da drohte mir die Schneiderin, es mir einfach wieder wegzunehmen, wenn ich nicht wenn sofort... Wenn Sie sofort zahlen, ja, ich verstehe schon. Na, ich hätte ja schon längst bezahlt. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Männer mit Freuden für mich zahlen würden. Aber ich will nicht. Umsonst tut doch kein Mann etwas. Und die Tugend ist etwas Seltenes. Jede Frau hat sie nur einmal zu verlieren. Oh, ist das ein schöner Grundsatz. Ja. Jede Frau hat's nur einmal. Das ist das Schöne, dass Sie an sowas denken. Aber es gibt auch noch selbstlose Männer. Ach nee, meinen Sie sich selbst? Ja, also ich meine, wenn ich Ihnen unter Ihre schönen Arme greifen dürfte, ich mache es voll gern. Ich weiß nicht. Na, ich kann doch nicht von Ihnen einfach. Aber das ist doch selbstverständlich, dass man die Kunst unterstützt. Ich bin doch ein modern denkender Mensch. Und noch dazu, wo Sie so tugendhaft sind. Oh, das ist aber eine Seltenheit, dass ein Mann die Tugend so hoch einschätzt. Sie haben ja keine Ahnung, wie schlecht die Männer sind. Und dabei lassen Sie sich so leicht ausnützen. Leider fehlt es mir dazu an Raffinesse. Aber ich sage Ihnen, jedes raffinierte Frauenzimmer macht aus einem Mann einen Trottel.
Ja, und dabei merkt der Trottel nicht einmal, dass das immer Trottel gemacht worden ist, gell? Ja, das merken die Männer ja nie, nicht? Also ich merke das sofort. Ich bin eben kein Mann, aus dem man einen Trottel machen kann, gell? Aber wenn Sie mir... Möchten Sie ein Stück? Warum halten Sie mir jetzt da den Apfel so hin? Hä? Ach, wissen Sie, ich esse Äpfel für mein Leben gerne. Und da dachte ich mir, Sie möchten. Ich, lieber nicht. Wissen Sie, ich mag keine Äpfel, wegen die Schlangen. Bitte? Ich meine, wegen die Würmer. Nein, überhaupt, weil sie halt gefährlich sind, gell? Gefährlich? Na, das höre ich heute zum ersten Mal. Aber wenn Sie meinen, dann lasse ich es lieber auf sein. Ja, aber jetzt haben Sie mir immer noch nicht gesagt, wie viel die Schneider, ich meine, was Sie brauchen, dass... Die Rechnung, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich weiß nicht, soll ich wirklich? Aber selbstverständlich, also vor mir brauchen Sie ja nicht fürchten. Gut, dann muss ich aber mal gucken, wo ich sie habe. Tja, sowas. Ich habe sie hier nicht bei mir. Ich muss sie auf meinem Zimmer vergessen haben. Ja, dann holen Sie es heute ganz einfach. Meinen Sie wirklich? Aber natürlich. Gut, da Sie darauf bestehen, hole ich die Rechnung. Aber dass Sie nichts Schlechtes von mir denken. Ah, ist das ein Engel. Also sowas Tugendhaftes habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und dabei sagt der Kustl, die Weiber sind bloß darauf aus, dass uns Männer verführen. Aber mich nicht. Da bin ich viel, viel zu schlau. Das schwörst, du bist ja ganz allein und sogar aufgelegt. Warum hast du jetzt gelacht? Aber ich bin alt. Aber was? Ich hab gelacht. Komisch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, das ist aber merkwürdig, dass einer lacht und später weiß es nicht mehr. Was machst du denn da? Ja, den Tisch räume ab, dass wir dann abendessen können. Was abendessen? Wir haben doch jetzt erst gerade Brotzeit gehabt, da brauchen wir nicht jetzt schon wieder abendessen. Was hast du denn schon? Ist es schon höchste Zeit? Warum bist du denn so nervös? Ich weiß nicht, du. Da herin zirkt's. Ja, ganz fürchterlich ziehen tut's da. Ja, du zirkst doch nicht. Doch. Du, es gibt nichts Schlimmeres als wie einen Zug. Da kann man sich den schönsten Tod holen. Das Gescheiteste wäre, du gehst in dein Kirchenhaus, da zirkt's bestimmt nicht so. Schorsch, das kommt aber sehr verdächtig vor, dass du so besorgt bist um mich. So, das kommt dir also verdächtig vor. Bittchen, dann sorge ich mich halt nicht mehr um dich. Wir kennen's ja nicht mehr aus bei euch Weiber. Ja, das ist ja bloß, weil du noch nie besonders um mich besorgt hast. Na, aber wenn's meinst, dass die Luft in der Küche besser ist, dann geh ich halt in die Kirchenhaus. Ich will ja nichts haben, dass du vor lauter Sorge um mich noch nervöser wirst. Das hat mir beinahe warm geworden. Ist ja bloß gut, dass die so lang zum Rechnungssucher braucht. So. Schon wieder einer. Was willst denn du da herinner? Ja, ist doch schon Zeit zum Abendessen, oder? Nix, ich schau, dass du rauskommst. Ja, aber es ist doch schon. Nein, bei mir wird nicht schon nach der Brotzeit wieder Abend gegessen. Schau, dass du in der Arbeit kommst. Und meine Arbeit habe ich schon gemacht, ist schon Feierabend. Du, bei mir wird nicht am Nachmittag schon Feierabend gemacht. Verschwind, sag ich! Jesus, nein! Hau ab! Ja, ist man seines Lebens nicht mehr sicher, wenn man was zum Essen haben will. Das ist ja schon fort. Keine 5 Minuten kommen wir los, ey. Ist das eine Situation und nervös bin ich. Gar nicht zum Sagen. Mir war das erst, wenn ich wirklich. Na, lieber nicht. So, jetzt habe ich die Rechnung. Hier ist sie. Ich hatte sie verlegt und musste deshalb so lange suchen. Ja, das war ja direkt ein Glück, gell? Wie? Ich meine, dass sie es doch noch gefunden haben, gell? Ja, nicht wahr? 600 Mark. Zum Glück ist es ja nicht viel. Sauber. So, Schatz, hier. Nimm mir das Geld. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht. Bitte, nimm es schnell vielleicht. Sonst kommt vielleicht noch jemand. Wissen Sie, das ist nicht einfach für eine Frau von einem Mann Geld anzunehmen. Also, schade, ich hätte Ihnen wirklich gern geholfen, gell? Gut, dass Sie darauf bestehen. Ja. Nehme ich natürlich das Geld. Ja, ist ja nicht so schlimm, gell?
Das ist nicht so tragisch wie die 600 Mark. Und wenn es wieder mal was braucht, dann sagen Sie mir's halt, gell? Oh, sehr gerne. Vielen Dank. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Oh, aber das ist ja eine Fixer. Schorsch, was hat denn das zu bedeuten? Ja, weißt, ich... Wieso schenkst du diesen Fräulein 600 Mark? Ja, das ist eine ganz harmlose Geschichte, ist das, ja. So, eine harmlose Geschichte? Ja. Wenn du diesen Fräulein 600 Mark schenkst und dann noch dazu sagst, wenn du wieder was brauchst, dann sollst du noch wieder kommen. Umsonst hast du das nicht gemacht, Schorsch. Da sieht man wieder, wie schlecht, dass du von mir denkst. Es war gar nichts dahinter, ne? Sie sammelt. Ach, sie sammelt? Ja, ja. Sie sammelt für ein Heim. Für ein Heim zur Hebung gefallener Mädchen. Ja, und für sowas habe ich immer was übrig gehabt, gell? Ach so, ja, wenn das so ist, dann gebe ich halt auch ein paar hundert Mark. Auch für sowas was übrig. Nein, das braucht es nicht. Das hat schon genug gekriegt. Schorsch, ich glaub dir kein Wort. Was bis jetzt aber die für einen furchtbaren Dickschädel. Aber wenigstens für einen anständigen Mädchen gehalten. Warum sagst du nicht, dass du das für mich gemacht hast? Was habe ich für dich gemacht? Ja, ist ja schön, dass du mich nicht verraten willst. Aber ich will nicht haben, dass du mit deiner Frau deswegen einen Streit hast. Also du, was ich mit meiner Alten hab, das geht dich gar nichts an. Herrschaftszeiten, begreif doch endlich einmal. Mein Schau, wenn ich gewusst hätte, was dabei rauskommt, hätte ich ihr das Geld selber gegeben. Also er kann wirklich nichts dafür. Jetzt kenne ich mich ja gar nicht mehr aus. Oi. Da siehst du wieder, in was für Lage du mich reingebracht hast, gell? Ja, ich seh's, ja. Du, mich vor meiner Frau in einen solchen Verdacht bringen, du. Das nächste Mal machst du deine Sache selber, gell? Ja, ja, komm noch. Gustl, wenn's mir nicht leid hast, dann müssen die dich jetzt rausschmeißen, weil du bist nämlich ein... Ach was, ich sag gar nichts mehr, ja. Weil mir nichts mehr einfällt. Ja. Mich ärgert's ja bloß, weil ich so blöd war. Ja, darüber sollst du dich ärgern, ja. Veronika muss schon entschuldigen, aber weißt schon, diese Stadtfräulein. Du brauchst bei mir nicht entschuldigen. Du bist ledig und kannst machen, was du willst. Wenn du dein Geld gern herschickst, ja, dann schenkst du es halt her. Aber es ist schön von dir, dass du jetzt einen Schorsch nicht in den Verdacht sitzen lässt. Es hätte mich schwer gewundert, wenn mein moralischer Mann ausgerutscht war. Ja, aber jetzt muss ich in die Küche nach dem Abendessen schauen, gell? Aber merkwürdig ist die ganze Geschichte doch. Jetzt bist du ganz schön nackert um den Kopf. Wieso? Weil du den Heiligenschein verloren hast. Deswegen musst du nichts Schlechtes von mir denken. Oh nein, von dir denke ich gar nichts. Ich danke dir auf alle Fälle, dass du das für mich gemacht hast. Du, das habe ich nicht für dich gemacht. Sondern ich wollte deiner Frau diese Kränkung ersparen. Und deiner Tochter die Einsicht, dass sich ihr Vater zu einem knieweichen Liebhaber entwickelt hat. Du, von einem Liebhaber kann bei mir überhaupt nicht die Rede sein, gell? Ja gut, das gebe ich zu, aber bei dem Knieweich, da bleibe ich dabei. Ja, mein Gott, sie hat mir halt leid, du. Oh, die muss dir aber sehr leid getan haben, weil du dir gleich 600 Mark gegeben hast. Ach, red doch nicht so einen Blödsinn daher. Schuld war die Schneiderin. Ach, die Schneiderin. Auch. Ja, sie hat mir halt erbarmt, weil sie alleweil so geseufzt hat. Schneiderin? Nein, die andere da, die wo da drüben wohnt. Ja, sie hat nicht zahlen können, weil sie kein Geld nicht gehabt hat und weil sie halt nicht ihre Tugend hat verlieren wollen. Ach, komm, halt doch den Schmarrn für dich, ich will ihn doch gar nicht wissen. Mir geht's ja bloß, weil du jetzt von mir denkst, dass ich... Und dabei habe ich ja nicht einmal hingelangt. Nicht einmal den Apfel habe ich von ihr genommen und dabei hast du mir so schön hingehalten. Komm, da fangst du irgendetwas an und dann machst du es auch bloß wieder halb. Und dann weißt du nicht, wie saublöd, dass du hier rausreden musst, doch was du bist, dann bleibst du Dilettant. Du, also so weit ist es gar nicht gekommen, dass du es hätte werden können, gell? Pfiatti. Das heißt Pfiatti? Bleibst nicht zum Abendessen? Doch, ich komm schon wieder. Ich mach nur noch einen appetitanregenden Abendspaziergang. Aha, ja. Du, Schorsch. Du, pass auf im Finstern, gell, dass du nicht wieder ausrutscht. Da ist noch gefährlicher. Ja, ja. Die Tugend ist ein schlüpfriger Pfad. Und der rutscht halt so leicht aus. Oh, und Gustl, ja? Bist du ja ganz allein da, Herrin? Ja, dein Vater macht einen Abendspaziergang. Glaub, er kühlt sich seinen Kopf ein bisschen ab. Aha. Stimmt das nicht? Warum schaust du mich so an? Du, sag mal, Onkel Gustl, ja? Warum bist du eigentlich schon so grau? Hm? Du warst wohl schon oft verliebt, hä?
So was fragt man nicht. Sei nicht böse, Onkel Gustl, aber es interessiert mich halt. Du, so ganz ohne Ursache kann man doch nicht mit 42 Jahren schon so graue Haare haben. Hm? Jetzt hast du wieder recht. Okay. Ganz ohne Ursache passiert sowas natürlich nicht. Aber du weißt ja, wie es ist. 10 Jahre im Urwald gewesen, Giftschlangen, Copacabana und da soll ein Mann nicht grau werden dabei. Ja, und warum denn das alles? Hm? Na, schau, wir waren auf Orchideen waren wir aus. Und nach ein paar Jahren haben wir es endlich geschafft gehabt, dass wir wieder heimfahren haben können. Aber eines habe ich gelernt dabei, du. Nie wieder suche ich Orchideen. Ja, und war es dann der Mühe wert? Doch, ja, es hat sich rentiert. Wir haben das erreicht, was wir wollten. Aber dass ich das durchgehalten habe, das habe ich einem Mädel zum Verdanken. Also doch. Naja, wirst du das wohl recht gern haben, weil du das alles für sie gemacht hast. Ja, hab sie gern. Sehr gern sogar. Aber nicht so, wie du meinst. Schau, damals, wie ich fort bin, da war es noch ein kleines Mädel. Da ist mir nachgerannt bis ans Wegkreuz runter. Und hat ganz große Tränen ihren kleinen Äugel drin gehabt. Und hat gesagt, für die Onkel Gustl. Dann hat mir 5 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit du wenigstens ein bisschen Geld dabei hast. Mehr habe ich leider nicht. Aber es soll dir Glück bringen. Jetzt verstehe ich die Onkel Gustl. Ja. Und? Hat's dir Glück gebracht? Ja. Doch, doch. Schau, oft war ich nah dran und wollte mir für die 5 Mark was zum Essen kaufen, aber dann habe ich an die großen Tränen in die kleinen Äugel gedacht und dann ist mir der Hunger wieder vergangen. Du, und wenn ich mal ganz unten war, habe ich bloß immer auf das Geldstück geschaut und schon ist mir wieder gut gegangen. Ach, Onkel Gustl, du bist so ein guter Mensch. Ja, ach, Blödsinn, komm. Was reden wir überhaupt von mir? Reden wir von dir. Du bist jung, deine Zukunft ist wichtiger. Du, sag einmal, du. Hm? Wie stehst du eigentlich mit diesen M-Punkt-Rieren? Hm? Wie mit dem Steh? Ich mein gut. Ja? Mhm. Schade, dass das kein Bauer ist. Hm? Ja, aber seine Eltern sind Bauern. Und ich glaube, er wird bestimmt auch einer werden. Ja? Mhm. Na, Mensch, das wäre ja großartig. Dann könntest ja du und er und. Er und ich? Ja, ich mein, schau, wenn ihr zwei einmal verheiratet seid, so, könnt doch ja nebenbei nur Künstler bleiben. Wo steht denn geschrieben, dass ein Bauer kein Künstler sein darf? Oder ein Künstler kein Bauer sein darf? Ja, da hast du recht. Aber heiraten, Onkel Gustl, kann ich nicht. Ne? Ja, wieso? Ist er schon verheiratet? Nein, das nicht. Aber ich habe einen anderen gern. Ach so. Ach ja, ich weiß schon, gell? Diesen jungen Doktor, der in der Seerosen unten wohnt. Hm? Aber nein, Onkel Gustl. Na, den Imon, den kenne ich doch schon viel länger. Ja? Mhm. Und? Seid ihr euch schon einig? Einig? Na, das kann man nicht sagen. Ich hab doch bis jetzt noch nichts gemerkt, dass ich ihn gern hab. Was, der hat das noch gar nicht gemerkt? Ah. Schönes Rindviech doch. Na, ein Rindviech ist nicht, aber ich denk mal, irgendwann muss er ja mal draufkommen. Ja. Aber ich kann ihm doch nicht gut eine Liebeserklärung machen. Ja, kommt ja gar nicht in Frage. Nein, 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 nein. Wenn der nicht merkt, dass du gern hast, ist es gar nicht wert, dass er dich kriegt. Dann geschieht's ihm ganz recht, wenn dir vielleicht einmal ein anderer gefällt und er hat uns Nachsehen. Das glaube ich nicht, dass mir ein anderer gefallen kann. Naja, und ich denke mir halt, irgendwann muss ich einmal draufkommen. Ja, wenn er nicht ganz blöd ist, muss er mal draufkommen. Komm, sag mal, wer siehst du? Ich schmier meine. Aber Onkel Gustl, das darf doch nicht machen. Ne? Ich hab ihn doch gern und da darf ihm doch nicht weh tun. Hätte er mir bloß eine ganz leichte geschmiert. Eine ganz leichte? Ganz leichte. Oh, aha. Jetzt habe ich wieder einen Appetit. Wie weit sind wir denn im Essen? Ja, auf die Tische. Jetzt brauchen wir es bloß noch holen. Ja. Ich rufe an dich. Du Mutter, wir waren jetzt alle beieinander zum Abendessen. Flori, essen. Ja, bin schon. So, wir sind schon fertig. So. Oh, fein. Na? Und wo ist der Flori? Der Gustl hat ihm schon geschrieben. Wenn er nicht zur rechten Zeit kommt, muss er das essen, was übrig bleibt. Du, Gustl, ich wollte bitten, dass du morgen mit Flori mal nach dem Brunner schaust. Weißt du, der pumpt nicht mehr so richtig. Was? Morgen? Mhm. Nein, nein, du. Morgen geht das auf gar keinen Fall. Nein, morgen fährt der Gustl in den Stadt zu meinem Rechtsanwalt und macht das mit dem Hofverkauf perfekt. Was? Ja, der Gustl fährt rein und schaut, dass alles seine Ordnung hat. Ja, aber das ist doch die Höhe. Und dabei hast du gesagt, du wärst. Also, Onkel Gustl. Das hätte ich nie von dir geglaubt. Mahlzeit! Marianne! Na, da hat die Marianne ganz recht. Mein Gott, ja, manchmal, da hältst du doch immer zusammen. Wenn's gut, uns Frauen zu unterdrücken. Ich hab auch nur. Mahlzeit! Jetzt
Schau dir diese verrückten Weiber an. Was sagst du jetzt da dazu, Gustl? Hä? Dass du das einzige Rindfig bist, das in einem Bett schlaft. Mahlzeit! Das ist doch zum Aus der Haut, Vater. Da kennen Sie doch kein Mensch mehr aus. Ist das ne? Das Essen stellt sich am Tisch, geht schon gleich los, hä? Mahlzeit! Was ist das? Sagt Mahlzeit und rennt davor. Ich glaube, alle Weile bin ich ganz allein heute. Und eine ganze Schüssel voller Knödel. Das ist ja wie ein Feiertag. Mahlzeit! Zum Sehen. Doch, ich muss nur noch eben auf mein Zimmer. Die Musik spielt schon, gell? Sie tanzen da mit mir. Aber natürlich. Wissen Sie, weil seitdem Sie da sind, da warte ich direkt drauf auf den heutigen Tag, dass wir zwei miteinander zu tanzen gehen können. So, tanzen Sie so gerne? Ja, auch. Aber besonders mit Erna. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass Sie und ich. Sie verstehen ja schon. Natürlich verstehe ich Sie. Sie sind kein so großes Rätsel. Wenn Sie mich so anschauen, dann lacht's mir über den Buckel aus, wenn da 1000 Ameisen graben dann. Das muss ein eigenartiges Gefühl sein. Ja, und das Herz, das pumpert. Nee, ja, davon hatten Sie schon mal gesprochen. Ja, es pumpert wirklich. Sie manchmal macht sogar direkt einen Hupferer. Nee. Ja, und dann wird's mal heiß und gleich wieder kalt. Sagen Sie mal, haben Sie Fieber? Oh, es grabe schon wieder aus, wenn die Ameisen. Lassen Sie doch mal Ihren Puls fühlen. Mein Gott, der rattert aber. Wäre es nicht besser, wenn Sie sich ins Bett legen würden? Na, nicht jetzt am Nachmittag. Jetzt möchte ich noch mit einer tanzen. Na, Sie sind doch diejenige, welche. Ich meine, Sie haben sie doch da bei mir reingeschlichen und jetzt bringen wir ihn nicht mehr raus. Mir scheint, Sie sind in mich verliebt. Ja, bin ich. Ich träume sogar von Ihnen. Ach nee. Und wenn ich mir das dann vorstelle, dass Sie. Aber jetzt gehen wir zum Tanzen. Und den Rest, den flüstere ich Ihnen aber einen Tango ins Ohr. Ist schon gut. Nicht so stürmisch, junger Mann, ja? Ich bin heute so. Ich bin ganz wild auf Sie. So. Ich muss Ihnen doch auch schon fallen, oder? Naja, bis jetzt hatte ich das noch nicht gefühlt. Ah ja, das kommt schon noch. So. Ohne mich sind Sie wie eine Schachtel. Wie bitte? Wie ein Schachtel ohne Deckel. Bitte, Fräulein Olli, bitte lassen Sie mich Ihr Deckel sein. Also, Sie machen ja eigenartige Liebeserklärungen. Aber wir wollen später davon sprechen, ja? Hier ist nicht der richtige Ort dazu. Ja, unten am See, da war sie ein ganz an verschwiegenes Platzl. Und das haben wir bestimmt ungestört mit zwei. So, ja wunderbar. Wissen Sie was? Dann gehen Sie schon mal vor. Ich komme bis in einer halben Stunde nach, ja? Ja, aber das auf mich kommen. Wenn nicht, dann hole ich einen, gell? Ganz bestimmt. Schon gut. Na, nett ist er ja, aber furchtbar dumm. Die ist ganz narrisch auf mich. Jetzt musst du sie sammeln gehen. Ich bin halt doch zu leidenschaftlich. Wolle, sind Sie ganz aus dem Häuschen mit dem Sommerfest? Ja, es geht ja schon recht lustig zu unten. Du, sag mal, Marianne, warum bist denn du eigentlich nicht trunken? Ich? Na ja, du Mutter, ich möchte gern was sagen. Ja, wenn du mir was sagen willst, dann sag mir's halt. Ich werde heiraten. Ah, du wirst heiraten? Mhm. Ja, und wen denn? Den Onkel Gustl. Den Onkel Gustl? Ja, ist denn das so was Merkwürdiges, weil du jetzt so verwundert bist? Ja, ein bisschen überraschend kommt das schon. Seit wann hast du den gern? Immer schon, solange ich denken kann. Naja, er ist das einzige Mannsbild, bei dem er das Herz klopft, wenn er mit mir redet. Ach so. Mhm. Aber ich verstehe das nicht, dass mir der Gustl das noch nie erzählt hat. Ja, er weiß doch noch gar nichts davon, dass ich ihn gern hab. Ah, er weiß noch gar nichts. So. Ich hab nur das Gefühl, dass er mich auch sehr gern hat. Und er traut sich halt nur nichts zum Sagen, weil er. Ja, weil er halt ein bisschen was älter ist als ich. Na, ein bisschen was ist gut. Er ist schon ganz schön was älter wie du.
Naja, aber weißt, Marianne, unter vernünftige Leute hat das gar nichts zum Sagen. Und weißt du, ich glaube, wenn der Gustl mal verheiratet ist, dann macht er bestimmt keine Seitensprünge. Dafür ist er viel zu anständig. Voll jetzt anständig. Ja, und eigentlich ist er mit seinen 42 Jahren eigentlich ein Mann bei dem besten Alter. Okay, Mutter, das ist ein richtiger Mann. Ein Mann, dem man sich anvertrauen kann. Ha? Marianne, tragst du es ihm nimmer nach, dass er den Vater mit dem Hofverkauf so unterstützt hat? Aber nein, der hat doch zu mir gesagt, ich soll Vertrauen haben zu ihm. Er macht alles, was er macht, ja nur zu meinem Besten. So, das will mir nicht recht einleuchten, wie das zu deinem Besten sein soll. Mir da fort müssen vom Hof. Also wenn ich ihn deswegen gefragt hab, du, dann hat er immer so gespaßig gelacht und hat gesagt, wart's ab, Marianne, noch bist du nicht weg vom Hof. Ja, aber wir müssen weg, Marianne. Schau, wir können doch bei den neuen Bauern nicht als Mägde arbeiten, bloß damit wir da bleiben dürfen. Aber was redst denn jetzt, Mutter? Du, Marianne, neugierig bin ich ja bloß, was dein Vater dazu sagt, dass du den Gustler heiraten willst. Ja, eigentlich kann's mir egal sein, was der dazu sagt. Ja, du, ich bin volljährig. Aber ich will halt keinen Streit. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du es ihm du bei irgendeiner Gelegenheit beibringen. Was? Ich? Ja. Ihm? Um Gottes Willen, Marianne, du kennst doch den Dickschädel von deinem Vater. Du weißt genau, dass ich auf dem Hof am wenigsten zum Song hab. Also daran bist du selber schuld, Mutter. Weil du immer alles gefallen hast lassen. Marianne, sei du zuerst einmal ein paar Jahre verheiratet, dann kannst du mitreden, gell? Ja, sei nicht böse, Mutter, aber ich glaube, ich könnte nicht so sein. Und wenn ich meinen Mann noch so gern hätte. Marianne, es muss man was. Ich glaube, ja, ich glaube, mir fällt was ein, wenn mein Vater rumbringen. Jetzt pass mal auf. Ich habe ihm doch gesagt, wenn er den Hof verkauft, dann lasse ich mich scheiden. Ja? Und das wird ihm bestimmt nicht gleichgültig sein, oder? Nein. Ja, und jetzt sage ich zu ihm, wenn er mit der Hochzeit einverstanden ist zwischen dir und Gustl, ja, dann lasse ich mich nicht scheiden. Ah, du bist die beste und die goldigste Mutter, was es gibt. So, und arbeiten darf du heute überhaupt nichts mehr. Was? Na, ich gehe jetzt gleich in die Küche raus und da das Geschirr abwaschen, gell? Man möchte gar nicht glauben, so was der Gustl alles gut ist, gell? Hey. Ui, der Vater kommt. Hey. Mir kriegst du heute nicht mehr, weil ich für den Gustl auch noch welche brauche, gell? Ach, Mutter, ich bin so glücklich. Ja, ja. Wo die Liebe hinfällt, da bleibt's pappen. Und wenn's ein Misthaufen ist. So, mein lieber Mann, jetzt werde ich mal zeigen, dass ich auch meinen Kopf durchsetzen kann. Was gibt's denn so Wichtiges? Ja, stell dir mal vor, unsere Marianne möchte heiraten. Na. Gut, dass du schon sitzt. Wenn du hörst, wen sie heiraten will, hast du bestimmt hinguckt. Den Gustl. Das ist doch ein Blödsinn. Wieso denn ein Blödsinn und wen? Hast du noch nie einen Blödsinn gemacht? Weißt du, wurscht, ob ein Blödsinn mehr oder weniger? Nein, also das passt mir gar nicht. Ich hab mit der Marianne ganz andere Pläne. Das ist doch eine Studierte und der Gustl. Und der Gustl ist ein anständiger Kerl. Ja, er hat schon auch seine. Ja, und bis jetzt war er ledig, da hat er machen können, was er wollen hat. Gerade wenn er verheiratet ist, macht er womöglich nochmal Dummheiten. Du, ich kenn das. Ah, redst du aus Erfahrung? Ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Also ich hab nie Dummheiten gemacht. Nein, aber schau, die Marianne, die muss einen Doktor heiraten. Einen Studierten, der zu ihr passt. Einen Mann, mit dem wir uns sein lassen können, wenn wir in die Stadt nicht ziehen. Wer wir? Du, die Marianne und ich. Also schau, auf mich musst du verzichten. Ich hab doch gesagt, wenn du den Hof verkaufst, dann lass ich mich scheiden. Nein, das machst du nicht. Doch, das mach ich schon. Okay, ich bin nicht so scharf drauf, nur länger mit so einem Dickschädel beieinander zu bleiben, wie du einer bist. Du kannst dich doch nicht nach 30 Jahren. Natürlich kann ich das, auch nach 30 Jahren. Ich war die 30 Jahre unglücklich nur durch deinen Querkopf. Ich möchte nicht haben, dass mein Kind auch unglücklich wird. Warst du wirklich oft unglücklich? Also Schorsch, wenn du das wirklich noch fragen musst, braucht man gar nicht mehr weiterhin. Naja, ich möchte natürlich nicht haben, dass unsere Tochter unglücklich wird. Und wenn du meinst, naja, eigentlich ist ja der Gustl ein netter Kerl, gell? Wir haben es nie bereit, dass ihn damals mein Vater auf den Hof genommen und wir meinen Bruder dann aufgezogen hat. Siehst du, dann wird er der beste Schwiegersohn für uns. Und er passt doch gut zu Marianne. Er ist doch auch sehr gebildet. Ja, also,
Gebildet ist er, gell? Und hilfsbereit. Mhm. Naja, wenn ich ehrlich bin, es war ja schon immer mein Wille. Okay. Ja, ja. Ich wollte bloß haben, dass du damit anfängst. Nicht, dass immer heißt, nur das, was ich will, Geschichte. Du schaust ja noch was. Das Fräulein, ich mein, die da vom Film, gell? Die muss aus dem Haus. Du weißt schon wegen dem Geld. Ich glaube, dass da nichts dahinter war. Ja, ob was dahinter war oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Ich möchte auf jeden Fall nicht haben, dass die Marianne erfahrt. Darum muss das Weibsbild aus dem Haus. Ja, ich kann's doch nicht rausschmeißen. Nein, das kannst du nicht, aber ich glaube, ich weiß ein Mittel, dass die von selber geht. Ganz einfach. Du lass dich von mir mit ihr mit, nein, in irgendeiner Situation erwischen, in einer eigenartigen. Da geht die. Das kann ich nicht. Dazu bin ich viel zu unerfahren. Ach, schaust du, musst einfach so tun, als wärst du in sie verliebt. Ich kann doch nicht so tun, als wir wen. Das kannst du von mir nicht verlangen. Doch, weißt du was? Du nimmst das bei der Hand, erzählst dir irgendein Blödsinn, ich komm dazwischen und dann geht die. Du stürzt mir mit Gewalt in das größte Abenteuer rein. Du, wenn mir bloß nichts da passiert dabei. Stell dir mal vor, die nimmt das ernst. Ich komm doch rechtzeitig dazwischen. Du musst dann zusammenzucken. Ja, und ganz klar, du wirst es sehen, dann geht die Schuss. Ja, und wann soll ich das machen? Ja, so bald wie möglich. So, na gut. Es wird sich in den nächsten paar Monaten schon eine Gelegenheit ergeben. Nein, nicht in den nächsten paar Monaten, sondern bald. Heute noch, Schuss. Was, heute schon? Ja. Muss ich mir bloß nicht überlegen, wie ich das anpacken soll. Was? Vertraust du halt ganz einfach ein bisschen die Augen. Wenn ich die Augen vertraue, dann fängt das Lachen an. Geh weiter, Schatz. Ich hab gar nicht gewusst, dass du mit Frauen so furchtbar unbeholfen bist. Ja, da siehst du es wieder, was für ein reines und unbeflecktes Gemüt ich habe, gell? Ja. Du, das Vogel ist ja daheim. Schatz, fangst sofort an, gell? Mach genau das, was ich dir gesagt habe. Was ist jetzt gleich? Geil. Ich versteck mich. Die lacht nicht aus. Oh, wenn das bloß schon vorbei war. Ja, wissen Sie, Freunde, ich bin allein, weil die anderen alle schon beim Wirt drunten sind und da habe ich sie singen gehört. Ja. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man miteinander ein bisschen plaudern. Wissen Sie, also, so allein kommen nicht plaudern und zu zweit wäre doch das viel netter, oder nicht? Wir beide allein? Was soll ich denn davon halten? Ja, also, wie gesagt, sehr schön. Mein Gott, stell sie dir blöd. Hoffentlich fangt die nicht vor die 600 Marco. Sagen Sie mal, Sie sind ja so nervös. Was haben Sie denn? Haben Sie Angst, dass Ihre Frau dazwischen kommt? Nein, die ist nicht da, die ist hinten. Bitte? Ich meine, die ist hinten ausgegangen. Sagen Sie mal, ist Ihre Frau sehr eifersüchtig? Na, eigentlich nicht. Ja, geben Sie ihr keine Veranlassung oder merkt sie es nicht? Die merkt nichts. Ich meine, ich gebe ihr natürlich keine Veranlassung, gell? Ja, das kann ich mir denken. Was sie wohl sagen würde, wenn sie uns hier so sehen könnte? Sie ist nur blöder wie er. Wissen Sie, meine Frau, das ist eine gute Frau. Und meine Frau denkt nichts Schlechtes von mir. Wissen Sie, so eine Frau, die findet man nicht so leicht nur einmal. Gott, ich finde sie langweilig. Sagen Sie mal, haben Sie mich zurückgehalten, um mir von Ihrer lieben Frau zu erzählen? Gott, ich verpatzt noch alles. Bitte schön, bleib's doch sitzen. Schauen Sie, wissen Sie, sowas Liebes wie Sie, ich meine, wenn ich einer so sieht, da werde ich ganz deppert. Oh, endlich. So was dürfen Sie doch nicht sagen. Ja, ich muss ja. Bitte? Ich meine, wissen Sie, Sie haben mir schon immer gefallen und sehr gut sogar. Und so gut, dass ich sogar schon vorher geträumt habe. Wirklich? Ja, bitte. Vergessen Sie nicht, ich bin ein Mann. Ich habe nämlich männliche Anwandlungen. Ja, hoffentlich. Ich meine, hoffentlich sind Sie nicht so stürmisch. Ja. Sie hatten von mir geträumt. Ja. Und wie war ich? Ich meine, war ich schön? Es war mir schwer auf der Brust. So. Direkt das Albdrucken. Naja, Sie machen ja eine komische Liebeserklärungen. und was für liebs Händel Sie haben, gell? So schön mollert, gell? Oh, mir scheint, Sie sind in mich verliebt. Ja, ich glaub's auch bald. No Gott, seien Sie doch nicht so zaghaft.
Wir Frauen lieben es, wenn ein Mann ein Mann ist. Sie müssen nur wollen. Wollen Sie? Ja. Ja? Oh. Wissen Sie, du doch herin in der Stube, hast du einen Vogel oder wie? Was hast denn, was blinzelst denn so blöd? Herrschaftszeiten steht davor, wenn Veronika dazwischen kommt. Ich konnte doch nicht jedes Mal rausreißen, wie lädt man mit die 600 Mark. Die Frau muss doch einmal merken, dass du ein Gauner bist. Ja, die hat sogar schon gemerkt. Sag einmal, Schorsch, hast du mir nichts zu sagen? Ich glaub, du warst sowieso schon zu viel. Aber noch nicht alles. Ich warte in der Küche auf dich. Komm noch, mein liebes Schorscher. Dein kleines, liebes Frau wartet auf dich. Schaut ganz so aus, als wenn meine Herrschaft hier zu Ende gegangen. Glaube ich auch, ja. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr das einzige Rindviech, das in einem Bett schlaft. Ich glaube, jetzt können wir unser Doppelzimmer nehmen, ja. Mir scheint, das war ein abgekartetes Spiel. Pfui! Jawohl, pfui! Ja. Haben Sie gesehen, was man mit mir hier für eine Komödie aufgeführt hat? Oh, da sind Sie natürlich etwas ganz anderes, nicht wahr? Ja. Oh, mein Herz, ich habe so Beklemmungen. Bitte halten Sie mich an mich. Ja, komm, da setz dich her und da lehnen Sie einen an. Ich bin nicht die richtige Lady für Sie, gell? Sie sind kein Kavalier. Nein, das nicht, aber auch kein Trottel, gell? Aber Sie müssen bloß suchen, Sie finden bestimmt einen da. Oh Gott, mein Herz, es fängt schon wieder an. Fühlen Sie doch nur, wie es schlägt. Ja. Das zirkt bei mir alles nicht. Und sind froh, dass einer bloß das Herz schlagt und sonst niemand. Verdient hätten Sie es, gell? Tja. Herr, was ist denn da los? Hol einmal einen Kübel Wasser, dem Fräulein ist schlecht. Schlecht? Ja, das ist schlecht. Mir ist schon ganz schwarz. Ja, das macht nichts. Ich hol gerade Wasser und dann spritzt mir einer ab, gell? Abspritzen? Sagen Sie mal, da kann mich einer Schlag treffen. Ja, das macht auch nichts. Sie sind ein Rohling. Das macht schon wieder nichts. Und jetzt gebe ich Ihnen einen guten Rat. Jetzt packen Sie Ihre Sachen und schauen Sie, dass wir da verschwinden. Sie weiblicher Casanova, Sie. Sie Schachtel, da musst du einen Arischmacher rauf. Umbringen könnte ich diesen Kerl. Wenn mir nur etwas einfallen würde. Ach Gott, ich glaube mir wirklich ganz komisch. Diese Aufregungen vertrage ich überhaupt nicht. Gar nicht. Oh Gott. So. Wie geht's einer denn jetzt? Ach, fragen Sie nicht so doof. Schlecht ist mir. Schlecht ist ihr? Mein Gott, na, was mache ich denn bloß? Mir wird auch gleich ganz schlecht. Was mache ich denn da bloß? Na Gott, dass da ein Schnaps da ist. Der hilft bestimmt. Ja. Oh, ist einer schon besser? Der ist noch nicht besser. Mein Gott, na, was mache ich denn bloß? Oh, ist einer jetzt leichter? Ja, der wird aber lang nicht gut. Mir aber auch nicht. Oh, mein Gott, na, wenn der nicht bald besser wird, dann glaube ich allerweil, dann kriege ich noch einen Rausch. Mein Gott, na, wie soll ich denn hier gut werden, wenn ich sauf? Ah, was mache ich denn bloß? Das geht auch nicht. Das Wasser, ja freilich. Sind Sie wahnsinnig? Jetzt wird schon besser, gell? Ich wollte bloß, weil einer nicht gut geworden ist. Oh, mein Gott, wie ich aussehe! Ja, die ganze Farbe ist ja runtergelaufen. Ich wollte doch bloß, dass einer schnell wieder gut wird, weil wir wollten doch zum Tanzen gehen. Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrer blöden Tanzerei! Ja, aber wir wollten doch... Von mir aus tanzen Sie mit Ihrer Großmutter! Meine Großmutter konnte doch kein Lambada. Die konnte immer so richtig im Arsch machen. Idiot! Soll ich dir ausgehen? Ich kann doch nichts dafür, dass meine Großmutter keinen Lambada kann. Diese Weiber.
Herr Gustl, Gustl, ich bin ja so traurig. Sie hat gesagt, ich bin ein Idiot, bloß weil meine Großmutter keinen Lambada kann. Sag einmal, bist du in Schnapsfasseln reingefallen? Ja, nein, ich hab doch müssen, weil ich ist doch so lange nicht gut geworden. Hab ich mich stärken müssen, damit ich das aushalte. Also, wo ist sie denn jetzt hin, dieses Fräulein? Hä? Hinauf, auf ist gegangen. Aha. Ich bin auch froh, dass es nicht mehr sich. Das ist überhaupt nicht mein Typ. Hat überhaupt keine Formen. Bei der Resel vom See wird, da ist das was anderes. Hast du auch gehabt auf sie, hä? Ja, aber es war eine Verirrung. Der darfst du nicht einmal Wasser ins Gesicht spritzen, dann läuft schon die ganze Farbe runter. Bei der Resel ist das was anderes. Die ist vorige Woche in den Bauch reingefallen und die ist wieder aufgestanden ist, ist ihr nichts runtergelaufen aus dem Wasser. Die ist mir jetzt wurscht. Recht hast du. Ein richtiges Mannsbild muss sich aus jeder Lage herausfinden. Ja, also in einer richtigen Lage drin war ich ja gar nicht. So. Aber ich sag's dir nur mal, die ist mir jetzt wurscht, überhaupt, was gesagt hat. Dass meine Großmutter keinen Lambada kocht, oder? Ja. Ja, das hat's eigentlich gar nicht so gesagt. Sie hat bloß gesagt, dass sie gemeint, weil sie nicht mit mir tanzen wollte, dass ich mit meiner Großmutter. Und da hab ich gesagt, dass meine Großmutter keinen Lambada nicht kann, weil sie nicht mehr so richtig mit dem Arsch wackeln kann, weißt du? Und dann hat sie gesagt, ich bin ein Idiot und hier ist die ganze Farbe aber gelaufen. Die war bei der Resel nicht runterläuft. Ja, kennst du die aus? Und verzeih es dir nochmal. Na bitte, na, na bitte, sei so gut. Verschon mich. Aber dann ist schon gut. Ja, ja. Ja. Gnädiges Fräulein wollen verreisen? Ja. Trag dem Fräulein die Koffer zum Bahnhof runter. Vielleicht kriegt sie den Vierer-Zug. Aber rasch. Ich habe jetzt keine Zeit zum Gepäck tragen. Weil ich gehe jetzt zu meiner Großmutter. Vielleicht lernst du den Lambada ja doch noch. Haben Sie noch geduscht? Ja? Fragen Sie nicht so doof. Soll ich vielleicht? Nein, ich trage mir mein Krampfi selber. Auf Wiedersehen, Frau Potiphar. Dort geht sie hin und singt nicht mehr. Ja, was gefällt dir denn so gut, Onkel Gustl? Der Auszug aus Ägypten. Ja, warum zirkst du den aus? Oh, das ist eine längere Geschichte. Ach so? Aber ich hab dir was anderes zum sagen. Komm mal her. Oh, da schaut's aus. Da. Pass auf, was da in der Zeitung steht. Was denn? Da. Der Plastik des jungen Künstlers Emrian, der Sündenfall, wurde bei der Ausstellung im Künstlerhaus einstimmig der erste Preis zugesprochen. Außerdem hat das Künstlerkollegium junger schaffender Künstler die Plastik gekauft, um diese für immer in ihren Ausstellungsräumen festzuhalten. Dies möge ein Ansporn für jungen, gottbegnadeten Künstler sein, noch viele solche Werke zu schaffen. Ah, was sagst du? Ja, Onkel Gustl, und die steht da in der Zeitung drin. Ja, nicht bloß in der, die steht in jeder anderen Zeitung auch drin. Mein, dann ist also wahr geworden. Der erste Preis. Hm? Mein Gott, der Preis. Onkel Gustl, der erste Preis. Ja, sag mal, Mädel, wieso freust dich du so wegen den M. Rian? Geh, Onkel Gustl, der M. Rian bin ich doch selber. Ich hab doch nur nicht gesungen wollen, weil ich doch noch nicht sicher war, ob ich wirklich was erreiche. Aber jetzt. Jetzt war alles nicht umsonst. Ach, Onkel Gustl, ich bin so glücklich. Ja, das merke ich. Darum fangst du jetzt gleich zum Heulen an. Ja. Ja, lass sie sausen. Ja, das sind die Tränen der Freude, gell? Ja, ganz mit leeren Händen komme ich auch nicht. Ich habe auch was für dich. Und ich hoffe, dass er das genauso viel Freude macht, als wie dieser erste Preis. Ja? Jetzt fehlt mir zu meinem Glück eigentlich nur noch eins. Ja, und was wäre das? Hm? Ja, dass der, den ich gern hab, na endlich draufkommt. Mein Gott, hat der immer noch nichts gemerkt. Ja? Na, steht davor noch immer nicht. Mein Gott, so ein Depper. Hey, komm, jetzt sag mal, wer das ist, dann rede ich mit ihm. Na, das sage ich dir jetzt nicht. Nicht? Kenn ich ihn? Ja, ist er von hier? Ja, der ist von da und du und kennst du ihn auch. Ja? Wer könnte jetzt das sein dann? Na, jetzt komm, helf mir ein bisschen drauf. Wie schaut er aus? Wie er ausschaut? Ja? Kein ganz junger mehr. Aha. Ja, ein Mann in den besten Jahren. Aha. Ja, schöne große Augen hat er. Und die Haare sind schon ein bisschen grau. Und ein braver, ein aufrichtiger Kerl ist er. Aha.
Also, ein braver, aufrichtiger Kerl ist er. Ja. Nicht mehr ganz jung. Mhm. Große Augen. Graue. Haar. Wie groß? Wie groß? Mhm. So, ja, so. Mhm. No. Hallo. Du meinst doch jetzt nicht mich. Freilich, Onkel Gustl. Nur die. Ja, dass du das nicht schon früher gemerkt hast. Marianne, das geht doch gar nicht. Schau, wenn du und ich und dann wärst ja du deine eigene Tante. Du, ich wär sogar die Schwägerin von meinem eigenen Vater. Mein um Gottes Willen. Die verwandtschaftliche Verwicklung, die wird immer größer. Ja, aber nachdem du ja gar nicht mein richtiger Onkel bist, ja, so ist doch diese Verwicklung gar nicht so tragisch. Ja, jetzt hast du auch wieder recht, ja. Komm, Gustl, gib mir ein Bussel.